Neues. Das heißt, wir müssen durch die ganze Stadt. Und hier raus. Hier, Meister der Welt, bist du in die Stadt hereingekommen. Die Sicherheit ist so hoch, dass niemand in der Lage sein sollte, durchzukommen. Nun gut, ich nehme an, wir müssen uns wegen einem Hund keine allzu großen Sorgen machen. Du siehst einfach zu niedlich aus, als dass du ein verkleideter Dämon sein könntest. Ja. Ist ja schon gut, ich beeil mich ja. Krächzen. Ja, das da hinten ist die Uni-Insel. Die ist ja kaum zu übersehen eigentlich. Ah, Otohime. Ah, Amaterasu. Hallo Otohime. Ihr habt ja den Platz hier gefunden. Ich habe Königin Himikos unendliches Bedauern über ihren letzten Atemzug gespürt. Es hatte die weit entfernten Hallen des Drachenpalasts erreicht. Achte auf die Sonne. Gerade versinkt sie in der See. Wenn sie erst verschwunden ist, dann wird auch die Oni-Insel verschwinden. Niemand weiß, wo sie als nächstes erscheint. Und keine der Sterblichen bekannte Methode kann ihre Position vorausahnen. Das mag schon sein, aber hört... Es ist vollkommen egal, da wir die Sperre nicht durchbrechen können. Ich meine, der Wasserdrache war unsere einzige Hoffnung. Und jetzt ist er tot. Der Wasserdrache ist nicht wirklich im Sinne des Wortes tot. Ich kann seine Macht nutzen mit einem innigen Gebet zur Drachenkugel. Pass auf, Amaterasu. Ich, Otohime von den Drakoniern, werde mich in einen Drachen verwandeln. Und werde die Sperre für euch durchbrechen. Ich werde euch als göttliche Brücke in den Himmel dienen. Sie hat echt große Ohrringe. Aber der Rasensblick. Jetzt Amaterasu, du musst jetzt hinüber, solange noch Leben durch diese Feen jagt. Okay, halte durch, Otohime. Wir sind sofort wieder da. Tut mir leid, Felknoll. Sieht so aus, als ob es erstmal keine Milet-Klöße mehr gibt. Du musst nun los und ein paar Monstern auf der Uni-Insel in den Hintern treten. Ihr Sohn, laber nicht so viel. Yay. Wir rennen über einen 5 Kilometer langen Drachen. Auf einen Vulkan zu, der böse Augen hat. Hör zu, Ami. Himiko wacht vielleicht über uns, also versprich mir, dass du nicht einfach aus irgendeinem dummen Grund aufgibst, wie du das
wie dass du hungrig bist oder auf die Toilette musst. Bist du bereit? Natürlich. Okay, dann. Ich werde dich an diese Versprechen erinnern. Ich habe doch keine andere Wahl. Iso lässt mich ja nirgends sonst hin. Wow, das sieht schlecht aus. Normalerweise wären wir jetzt gut durchgebraten, wenn wir dieses Zeug anfassen. Aber für dich sollte das jetzt nicht mehr anders als Wasser sein, Ami. Komm schon, wie wäre es mit etwas von deiner Wassermagie? Ja, das ist halt wie die Lava. Ach je, hier ist nur ein Tor. Oh, die Insel. Können wir nicht irgendwo nach oben, bitte? Ich möchte nicht da runter. Vor allem, weil es hier mächtig unentspannt aussieht. Ist da drüben irgendwas Besonderes? Ah, eine Truhe. Ein goldener Pfirsich wird den Magen komplett. Jetzt. Jetzt geht's nach oben. Ja, wie man die Dinger zerstört, weiß ich immer noch nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass da hinten eine Truhe versteckt war. Es ist Exorzismus, okay. Runterfallen möchte ich gerne verzichten. Ja, aber auf der Seite könnte ich dann auch noch die Kiste plündern. Kristall. Die Truhe noch an, die sieht kleiner aus. Und hätte doch nur eine Perle. Anführungszeichen. Also das nur in Anführungszeichen. In der Lava sind die Fontänen nämlich irgendwie etwas schwierig zu machen.
Okay, die Steine irgendwie schmelzen können wir auch nicht. Das ist kein Eisenerz oder so. Ach ja, je. Prügelköppe. Auch noch Prügelköppe mit vier Füßen. Okay, starke Prügelköppe. Prügelköppe, die man aber anpinkeln kann. So. Ja, ich habe ein bisschen aufs Dach gekriegt, deswegen nur berühren bei Schaden. Aber wenigstens können wir jetzt den Odi-Palast betreten. Ohne Insel, man muss schon ziemlich verrückt sein, hier eine Burg zu bauen. Ich wette, diese verblödeten Monster glauben, sie sind ganz so große Nummern. Wir zeigen ihnen mal, wo sie hingehören, indem wir uns den Weg an die Spitze frei kämpfen und diese fuchsköpfige Schlampe an den Hahn herunterziehen. Ja, hier ist wenigstens. Hallo? Händler Teufel, wer ist denn da? Wie bist du denn hierher gekommen? Du bist doch nicht hierher gekommen, um uns armen Bewohner der Uni ins Land zu greifen, oder? Ja doch, dann werde ich darauf reagieren müssen, einen Kampf um alle Kämpfe zu beenden. Was ist der beste Weg, das zu klären? Natürlich ein bisschen Geschäfte zu machen. Ja, das können wir nicht mehr kaufen. Knochen haben wir eigentlich auch genug und so weiter. Also speichern wir jetzt hier einfach mal. Ja, ohne Insel. Also das wäre ein Sockel. Das wäre eine Art Vorrichtung. Was ist mit diesem Loch hier? Ich frage mich, ob es ein Schlüsselloch ist. Ja. Du brauchst wieder den Schlüssel ins Gesicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen hier Elektropower. Wow, okay, wenn ich die Windräder weg, die Räder wegblase. Also die Feuerräder jedenfalls. Na gut, das sind hier eigentlich Füchse. Droppen die verdammt viele Zähne. Ähm.
Was zur Hölle ist das? Nehme ich Schaden, wenn ich da runterfall eigentlich? Ja. Warum zur Hölle? Ich habe kein Feuer gemacht. Einmal kurz auffüllen und dann kriegst du das ins Auge. So. Ah, hier ist ein Weg runter. Okay. Zum Labyrinth der Folterung. Bevor du im Labyrinth der Folterung spielst, beachte Folgendes. Ein Schritt auf den Fußschalter und das Dämonenband wird beginnen, sich zu bewegen. Passiert es, sonst kannst du als Erster oder du wirst eingeschlossen werden. Zweitens, drücke, um zu rammen und halte eine der Bewegungstasten gedrückt, um zu sprinten. Sprint ist der schnellste Weg, das Ausgangstor zu erreichen. Drittens, das Labyrinth der Folterung ist total für jeden auf der Uni-Insel, also macht keine Unordnung, wenn ihr spielt. Wow, diese Monster haben ja sogar Regeln und sowas. Mhm. Hm. Entschuldigung, mein Herr. Darf ich fragen, was ihr hier macht? Hä, hat dieses Müllpapier gerade etwas gesagt? Müllpapier, bitte beleidigt mich nicht mit so unfertigen Namen. Mein Name ist Tobi. Böses Wesen Tobi. Ja, wie auch immer. Also, was willst du, Quasseltüte? Ich diene als Torwächter hier auf der Uni-Insel. Meine Aufgabe ist es, verdächtig aussehende Leute fernzuhalten. Ich habe euch nie zuvor hier gesehen, mein Herr. Wer seid ihr und was ist euer Anliegen? Sprichst du mit meinem felsigen Freund hier? Nun, das hier ist Sprinter Ami. Wir müssen so schnell wie möglich auf die Spitze der Festung. Es tut mir leid, wir haben genug mit dir geredet. Ich befürchte, dass ich das nicht zulassen kann. Hast du mich nicht verstanden? Ich bin ein Torwächter auf der Uni-Insel. Aber lassen wir die Formalitäten. Also, mein werter Herr, ihr seid also Sprinter Ami bekannt? Nun, ich betrachte mich selbst als Wettläufer, wisst ihr? Wie wäre es mit einem kleinen Wettrennen? Einfach nur ein Rennen, um zu sehen, wer als Erster das Ausgangstor da drüben erreicht. Dieses Schild hier erklärt, wie man gegen mich ein Rennen macht. Aber wie ihr gesagt habt, genug geredet. Von jetzt an lasst das Rennen für uns sprechen. Hä? Okay, das heißt, ich muss mit voller Kralle durch rauf und durchrennen. Okay. Nicht schlecht, werter Herr, aber für mich war das nur eine kleine Aufwärmrunde. Jetzt solltet ihr erfahren, was ich wirklich kann. Jetzt frage ich euch, werter Herr, könnt ihr es ertragen, bei dem wenigen Leib aufgespießt zu werden? Stolpert und ihr werdet darüber in einen See voller Nadeln fallen. Wo könnt ihr das vertragen? Wovon redest du da? Ich meine, wer könnte das? Nun, was auch immer passiert, wir geben nicht auf. Es ist so aufregend, endlich einen würdigen Gegner nach so langer Zeit gefunden zu haben. Okay, das ging jetzt einigermaßen, auch wenn es böse aussah. Und noch ein Kristall. Ja, das sieht wirklich böse aus. Ach, böse viel Autsch. Wer auch immer hier die Katzenstatue aufstellt. Ihr scheint ein bisschen außer Atem aus, werter Herr. Riskiert nicht euer Leben, weil ihr es übertreibt. Hihi. Der terrassenförmige Weg vor uns ist nicht ganz so gefährlich. Sollen wir...
So, das kriegen wir auch relativ fix hin. Ich muss dich jetzt warnen, werter Herr. Der wahre Horror des Labyrinths, der Folter beginnt hier. Vielleicht wäre es besser, wenn wir jetzt aufhören. Hey, kriegst du jetzt kalte Füße, du Stück Müll? Jetzt hör auf zu labern und lass uns anfangen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt, mein werter Herr. Der Weg der Segen liegt vor uns. Jetzt lege ich erst richtig los.